brennt immer. Frau Volk, Herr Otto, ich habe ein bisschen mitgeschrieben, was Sie während der Sendung gesagt haben. Hin und wieder, Sie sind vielleicht im Moment das bekannteste Medienpaar. Und Natalie Volk hat gesagt, dass die Gleichung sehr schnell hergestellt wird, wenn jemand gut aussieht, dann ist er doof. Und dann hat sie auch noch gesagt, auf die Frage, gibt es irgendetwas, wo Sie das Gefühl haben, Sie müssen als Frau heute, Sie als junge Frau, kämpfen. Dann haben Sie gesagt, ja, gegen das Bild muss ich ständig ankämpfen, was von mir in den Medien besteht. Fühlen Sie sich beide als Paar von den Medien verfolgt und verzeichnet? Also eigentlich hatten wir das Thema schon. Nein, gar nicht. Es gibt natürlich, also man muss ja unterscheiden. Und man muss auch vielleicht einmal ganz kurz historisch sehen, was heißt denn Medien in Deutschland? Da gab es also nach dem Krieg Verleger, die so demokratisch waren, dass die Alliierten gesagt haben, dir gebe ich eine Lizenz, eine Zeitung zu machen. Ja, dann gab es öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil man niemanden zugetraut hat, dieses böse Medium, welches Hitler benutzt hat, aus der Hand zu geben. So, ich bin jetzt sozusagen ja spätere Generation. Also, selber Medienunternehmer. Genau. Mhm. Und weiß, wie sehr man den Bürger für unmündig erklärt hat und welchen Regularien man als Medienunternehmer unterliegt. Und dann kamen jetzt die digitalen Medien. Und jetzt ist das, was früher an Stammtischen gesprochen wurde, plötzlich öffentlich. Ja, es ist ja nicht neu, dass gehetzt wird. Es ist nicht neu, dass Wertungen vorgenommen werden nach bestimmten moralischen Standpunkten. Und das ist vielleicht in irgendeiner Dorfgemeinde in Bayern, ist man sich völlig einig über eine bestimmte Meinung, wie Menschen zu sein haben. Mhm. Ich sag mal, in einem Stadtviertel in Berlin denken die Leute das genaue Gegenteil. Das verstehe ich. Aber Herr Otto, wodurch fühlen Sie sich verzeichnet oder falsch dargestellt oder gar verfolgt? Durch das, was in den sozialen Medien stattfindet oder durch die Medien? Deswegen, weil ich mich gar nicht so verfolgt fühle. Ja, also es macht ja vielleicht diesen Eindruck und manchmal sage ich auch, hallo, wo bin ich hier? Ja, was ist das, was die Leute da über einen denken oder was sie von einem wollen? Aber ich nehme das niemandem übel, weil ich das ja auch irgendwo verstehen kann. Weil wir leben nicht alle nach den gleichen moralischen Grundsätzen, wir leben nicht alle nach den gleichen Vorstellungen. Und wenn man mir dann etwas vorwirft, ich weiß ja, wer es ist. Die Brigitte wirft mir irgendwie Schweinereien vor, weil wir mal über Sex gesprochen haben. Ja, aber ich brauche bei der Brigitte doch nur gucken, und da werden die Dildos beworben, da gibt es den Tipp für die richtige Boutique, da gibt es, ja, die reden ungefragt. Ja, ich bin ja gefragt worden danach, aber die Brigitte redet ungefragt über Sex. Ja, und die wollen mir das vorwerfen? Ich verstehe es einfach nicht, das ist eine Doppelmoral. Okay, und wodurch fühlen Sie sich, Natalie, verzeichnet oder verfolgt? Verfolgt fühle ich mich auch nicht, weil ich habe mich dazu entschieden, in der Öffentlichkeit zu stehen. Und ich habe das akzeptiert, dass Leute über mich schreiben werden. Und ja, es gibt natürlich Klischees. Und ja, also ich akzeptiere das einfach. Aber also ich kenne Sie ja, ich sehe Sie heute zum ersten Mal, ja, und zusammen sowieso. Und ich kenne Sie auch durch die Medien. Und das, was möglicherweise Leute spannend finden oder sie aufregt, das habe ich nie verstanden. Nämlich den Altersunterschied zwischen ihnen. Ich finde, das ist in meinen Augen unglaublich spießig. Jeder soll das machen, wie er möchte. Was ich an Ihnen beiden nie verstanden habe, ist, dass Sie sozusagen das, was andere Leute versuchen für sich zu behalten, was privat ist, so öffentlich zu machen. Also als Paar sind Sie bekannt geworden, indem Sie auf dem roten Teppich, ich glaube, es war bei der Verleihung des Echos, Küsse ausgetauscht haben. Zungenküsse, wo andere sagen würden, das ist etwas Wunderbares. Ich mache es aber lieber in so einem ganz privaten Rahmen. Oder dass Sie sich in einem Boulevardmagazin des Fernsehens einen ganzen Tag begleiten lassen. Wie geht es auf der Party zu mit Frank Otto und Natalie Volk? Oder dass Sie bei der Filmpremiere von Shades of Grey erzählen, wie Sie es mit Sexspielzeug haben. Was treibt Sie, sowas zu machen? Ist das die Lust, sich in der Öffentlichkeit darzustellen? Wer zwingt Sie dazu? Uns zwingt keiner dazu. Also ich denke, wäre es nicht an die Öffentlichkeit gegangen, es wäre sowieso
irgendeiner hätte uns entdeckt. Also würden wir es für uns privat behalten und nie irgendwie zum Echo gegangen. Irgendwo wären wir schon entdeckt und irgendwer hätte schon irgendwie mal darüber geschrieben. Aber wir haben uns bewusst dazu entschlossen, auf den Echo zu gehen. Dann haben die Fotografen geschrien, küsst euch, und wir haben uns geküsst. Und das ist nicht falsch. Sie machen, was Fotografen sagen? Ja, natürlich. Also, naja, nicht immer, aber... Aber ich fand, dass wir uns da geküsst haben, war nichts Falsches, weil wir sind doch zusammen. Okay, aber was reitet Sie, Herr Otto? Das würde mich wahnsinnig interessieren. Sie haben ja einiges schon erfahren. Sie kommen aus einer ganz soliden, bekannten Kaufmannsfamilie, auch noch einer hanseatischen. Ist das für Sie so ein Ding, dass Sie sagen, ich zeige mal, wie ein Otto auch anders auftreten kann? Ich weiß nicht. Ich glaube, dass ich gar nicht anders auftrete. Ich bin authentisch. Also ich verstell mich nicht. Und was jetzt als private Einblicke gegeben ist, ich habe diese Empfindung nicht, weil ich sag mal, die Räume, die wir privat beleben, die sind nicht gezeigt worden und die werden wir auch nicht zeigen. Und wie wir privat miteinander sind, zeigen wir auch nicht. Das, was im Fernsehen zu sehen war, waren verabredete Geschichten, teilweise sogar, ich sag mal, angeleitete Geschichten. Ich sag jetzt die Vox-Serie, wir haben da nicht ein Hotel gebucht oder sowas. Das hat alles hat alles der Sender gemacht. Und der Sender hat uns auch gesagt, wann was stattfindet. Das ist also das da, hat ihn auch da, nein, Freude also, gemacht. Ich will nur sagen, das ist, die Leute nehmen das für bare Münze und denken, so ist das. Aber das war ein abgesprochenes Konzept. Und insofern ist es... Und auch Arbeit. Ja, also, wir haben dabei auch Geld verdient. Es ist eine Unterhaltungssendung und anders kann Fernsehen auch gar nicht entstehen, weil sonst würde es wahnsinnig teuer werden. Okay, ja? Lassen Sie uns zu dem kommen, was Sie im Fernsehen außerdem machen. Nämlich, Sie haben jetzt mitgemacht bei so einem Spezial einer Serie Goodbye Germany. Da haben Sie sich das genutzt, um auf den Zustand, den besorgniserregenden Zustand der Meere auch hinzuweisen. Jetzt kommen Sie auf Vox mit einer Sendung The Story of My Life. Da lassen Sie sich auf alt trimmen. Ja? Können wir das mal sehen? Ich fand das relativ beeindruckend. Und wir haben es, schauen Sie mal. Ja, da war ich 40 und da war Frank... da war ich 40 Jahre alt und Frank war 70. Wo okay. 70 warst du da? Wenn jetzt noch mal eine... da war er 99 und ich 60. Ich muss sagen, Herr Otto, Sie sehen super aus für 99. Ja? Ich war auch sehr zufrieden. Tolles Format. Wir haben es auch sofort ausprobiert. Judith sah so aus, dass man Schwierigkeiten hatte zu erkennen, wo das Bild drin ist. Giovanni sagte zu mir, ist doch wie jetzt aus. Und dann habe ich zu ihm gesagt, guck mal, also bei dir ist ein Riesenunterschied. Bei dir ist gar kein Unterschied. Sieht aus, als ob ich in einen Mehlsack gefallen bin und da 30 Jahre konserviert wurde. Erzählen Sie eigentlich, Nathalie, viel von dem, was Sie alles schon gemacht haben? Ja, also nicht alles. So ein bisschen da, wo ich denke, dass Sie es interessiert, erzähle ich es schon. Ich merke auch, wenn Sie es nicht interessiert, dann weiß ich auch, okay. Dann hören Sie auf oder machen Sie weiter? Nein, dann höre ich auf. Also Sie mögen keine dozierenden Männer? Nein, also das ist, ist auch nicht meine Art. Ich will niemanden belehren, das ist nicht mein, ich bin so ein Typ nicht. Aber Sie haben ja erklärt, dass es mal eine Hippie-Bewegung gab und was Sie da alles gemacht haben? Ja. Ja. Ja, wie war das für Sie? Ja, interessant, aber es ist schwierig für mich, mich in so eine Zeit hineinzuversetzen, weil ich war nicht dabei. Und, Ich habe ihr auf der Fahrt hier nach Bremen von der Polizeisperre Sittensen, weil wir dann vorbeikamen, erzählt, was ich da erlebt habe und dass ich dann, weil wir eben unser Demonstrationsziel nicht mehr erreichen konnten. Worum ging es da? Das war wegen dem schnellen Brüter in Kalka, wollten wir dort zur Demo und wir wurden dann von der Polizei da so lange aufgehalten, dass die Fahrtenschreiber für die Busfahrer, also dann irgendwann klar war, wir erreichen unser Ziel nicht mehr, weil die ja dann pausieren müssen. Und dann sind wir hier nach Bremen und ich war Bürgerinitiative St. Pauli und wir sind hier in Bremen dann auf Werder-Fans getroffen, die uns für St. Pauli-Fans gehalten haben. Und dieses Missverständnis führte zu einer kleinen Prügelei. Aber das sind halt Zeiten und Erlebnisse. Ich meine, kann man sich heute so gar nicht mehr vorstellen. Darf ich mal was sagen zu diesem ganzen Phänomen? Weil ich weiß natürlich, als ich mich auf das Interview mit Ivanka Trump vorbereitet habe. Also die postet und twittert und macht auch alles. Mit ihren Kindern, was ich total befremdlich finde. Naja, ich finde, Kinder gehören geschützt und nicht irgendwie in soziale Medien geteilt und so.
Für mich persönlich kann ich nur sagen, ich finde das befremdlich, wenn man so sein Privatleben nach außen kehrt. Aber das ist die Entscheidung von jedem Einzelnen. Und ich finde eher, das ist so ein bisschen das Thema, was wir vorhin schon mal hatten, Sie können ja machen, was Sie wollen und die Presse kann es auch drucken. Es gibt ja Konsumenten auf der anderen Seite, die das offensichtlich alles irgendwie lesen und auch wollen und bedient sehen wollen. Und ich frage mich immer, wen interessiert das eigentlich? Also Sie können es ja machen und damit auch Geld verdienen. Ihr absolutes Recht. Aber wen interessiert es? Die Leute, ja, ich frage mich das auch manchmal. Also ich meine, alle, die wir hier sitzen, geben ja auch Interviews und dann kommen ja auch immer so private Fragen. Ich schaue es mir auch an, wenn ich das lese, es gibt so eine gewisse Sogwirkung, hat es offenbar, wenn man... Ja, offensichtlich. Wenn es interessant ist, schauen sich das die Leute an. Ja. Und haben Sie das Gefühl, dass die Leute, dass es auch Leute gibt, die Sie mögen für das, was Sie da kundtun und wie Sie auftreten? Auf jeden Fall. Also, wie merken Sie das? Die Leute kommen auf uns zu und sagen uns das, dass die alles super finden, was wir machen. Mhm. Ist das auch Ihre Erfahrung? Das ist auch meine Erfahrung, ja. Mhm. Also es gibt Leute, die begleiten das kritisch und sagen, das war nicht so doll und da fand ich klasse. So, und es gibt dann die Leute, die unumwunden das irgendwie toll finden. Und dann gibt es natürlich auch Leute, ich habe noch nie von jemandem gehört, dass er es richtig scheiße findet. Mhm. Insofern, also, aber ich kann das auch verstehen, wenn das jemand findet, ja, so. Und es ist leichter natürlich, das irgendwo auf Facebook zu schreiben, als es jemandem ins Gesicht zu sagen. Das muss man ja auch immer verstehen. Ja. Und uns hat noch nie jemand ins Gesicht gesagt, dass die es schlecht finden, was wir machen. Keiner. Also, ich erstmal Respekt dafür, dass Sie hergekommen sind und auf diese Fragen hier beantwortet haben. Vielen Dank. Kein leichter Stand.